Hallo, liebe Sammlerfreunde. Viel Zeit ist ins Land gegangen. Ich habe als letztes ein Video von einem Kampfmesser der Luftwaffe auf meinem Kanal gebracht. Heute möchte ich eine EK2-Urkunde von 39 vorstellen. Diese Urkunde ist in Afrika ausgestellt worden, und zwar am 3. November 1942. Diejenigen, die etwas Bescheid wissen in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, die wissen, dass bis zum 3. November 1942 die Schlacht in Alamein war. Und der Autograf von dieser Urkunde, also derjenige, der diese Urkunde unterschrieben hat, ist der Generalmajor von Rando. Dieser Generalmajor ist am 21. Dezember 1942 in Libyen auf eine Mine gefahren und dort tödlich verletzt worden. Heinz Friedrich von Rando ist der komplette Name. Die Familie war schon immer irgendwo militärisch verankert und er wurde posthum als Generalleutnant. Der Generalleutnant wurde ihm verliehen, posthum. Diese Urkunde ist in meinen Augen auch noch im sehr guten Zustand, authentisch, und das EK2, was dort liegt, habe ich dazu gelegt. Es war nicht zur Urkunde dazu. Ich habe im Nachgang noch ein Foto von einem Afrikasoldaten, wo ich viel auf Augenmerk auf die Mütze legen möchte. Das machen wir denn alles über Fotos, schön groß. Und vielleicht kann der eine oder andere über einen Kommentar mir dort mitteilen, was es damit auf sich hat. Vielen Dank für euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal und tschüss.